Und ich rufe jetzt die Aktuelle Stunde auf. Jetzt kommt der Kollege Jörg-Uwe Hahn, FDP, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, es gibt verschiedene Arten von Terminen. Es gibt Arbeitstermine, wo man verhandelt, hinter verschlossenen Türen. Es gibt Termine, die richtig Freude und Spaß machen, Herr Präsident. Bei mir ist das der Besuch der Eintracht Frankfurt. Und es gibt Termine, die haben einen richtigen... Kann ich auch nicht ändern, Kollege Hahn, bitte. Die haben eine richtige Symbolwirkung. Es gibt Termine, die Symbolwirkung haben, wo gefragt wird, wer ist denn da? Und dann gibt es Termine, die Symbolwirkung haben, da wird gefragt, wer ist denn nicht da? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Termin am 5. Oktober ist ein Symboltermin. Und da wird geschaut, wer ist nicht da. Und dann stellt man fest, der hessische Minister für Wirtschaft und Verkehr ist nicht da. Und das ist ein starkes Symbol. Das Symbol macht nämlich deutlich, das ist der Wirtschafts- und Verkehrsminister dieses Landes, stellvertretender Ministerpräsident, für nicht so wichtig erachtet, zu diesem Spatenstich zu gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen wir mal alles, was da drumherum so erzählt wird, weg. Also, dass der Ministerpräsident auch da ist, ich würde sogar fast sagen, auf alle Fälle sogar natürlich da ist, ist selbstverständlich. Aber, werter Herr Ministerpräsident, in der Geschichte der Landesregierung ist es schon mehrfach als einmal vorgekommen, dass neben dem Ministerpräsidenten auch entweder der stellvertretende Ministerpräsident und oder der zuständige Fachminister dabei war. So zum Beispiel bei der Einweihung der Landebahn des Frankfurter Flughafens, meine sehr verehrten Damen und Herren, wo der Ministerpräsident da war, der stellvertretende Ministerpräsident da war und der Wirtschaftsminister da war. Also ein ganz, ganz schlechtes Argument zu erklären, Bouffier ist ja da, da kann ich schwänzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist auch irgendwie nicht nachvollziehbar, und man merkte es ja auch an der etwas verkrampften Art Ihrer Antwort eben, Herr Ministerpräsident, dass Sie, ja, ich habe Ihnen das gesehen, ich war ja eben bei euch sogar in der CDU-Fraktion, durfte ich sitzen und durfte mir das ansehen, lieber Holger. Also tiefenentspannt. Da wird gesagt, ich habe einen wichtigen Termin in Berlin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß ja ein bisschen, wovon ich spreche. Natürlich gibt es wichtige Termine in Berlin. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch da ist wieder die Frage zu unterscheiden, sind es Termine, wo gearbeitet und verhandelt wird, sind es Spaßtermine oder sind es symbolische Termine? Ich habe das Gefühl, dass es ein Arbeitstermin ist. Man könnte ja sogar fast unterstellen, der Parteifreund Barke wurde gebeten, einen Termin für seinen Parteifreund Al-Wazir schnell zu besorgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das jedenfalls kann der Herr Samson genauso gut machen, wie das der Minister machen kann. Und deshalb komme ich auf den Kern der Symbolik. Und ich bin total überrascht, mit welcher Dynamik die schwarzen Freunde hier meinen, ihren grünen Koalitionspartner verteidigen zu müssen. Ich weiß es doch, lieber Michael Boddenberg. Ich weiß es doch, dass es den einen oder anderen gibt, der jetzt hier sitzt oder der bewusst jetzt nicht hier sitzt, der sagt, es ist unerhört, dass der Ministerpräsident nicht bei diesem Symboltermin auf dem Flughafen ist. Wir wissen es doch. Deshalb schreit ihr ja auch so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden über konjunkturelle Entwicklung. Wir reden über Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze in Hessen im Rhein-Main-Gebiet. Ein MDAX-Unternehmen, ja, mit öffentlichen Anteilseignern, aber im MDAX notiert, macht ein privat finanziertes Konjunkturprogramm von 2,5 Milliarden Euro. Das ist mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, als das Konjunkturprogramm, was die damalige Landesregierung unter Leitung von Roland Koch und mir im Jahre 2009 aufgelegt hat. 2,5 Milliarden. 80.000 Arbeitsplätze sind auf diesem Flughafen. Was meinen Sie denn, was das für ein Symbol bei den Arbeitnehmern ist? Denn bei denen kommt an,
Al-Wazir geht gerne zur Montagsdemo. Al-Wazir geht aber nicht zur Erweiterung meiner Arbeitsfläche. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein ganz, ganz falsches Symbol. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank.